Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich am Kandiplatz zusammen mit Melli Kiewig, eine Dame, die hier im Bezirksausschuss ihre Kreise zieht und sich im Augenblick ein Thema ausgesucht hat, das Frau Kiewig nicht schön ist, das zum Himmel stinkt. Genau. Eigentlich, wenn es nicht so wichtig wäre, wissen Sie, und wenn ich auch nicht sagen würde, das ist wirklich ein Thema, dann hätte ich es nicht gemacht. Es geht um öffentliche Bedürfnisanstalten in U-Bahnhöfen. Genau. Was stößt Ihnen da unangenehm auf? Also es stößt mir unangenehm auf, dass, also obwohl ich jetzt im Bezirksausschuss bin, der Bezirksausschuss, der ja ein Bürgergremium sein sollte, sich nicht zuständig fühlt, sich für die Toiletten am Kolumbusplatz einzusetzen, sondern das so lapidar so abwiegelt, dass ja diese Toilette nicht zu dem Stadtbezirk 18 gehört, sondern zum 5er. Nee, das ist also schon wieder so ein Randgericht. Ja, aber das wir sind ist hier einfach am, wichtig. Wir sind hier am Kandidplatz. Was ist hier? Warum sind wir hier? Also wir vorne an. Genau, okay. Wir sind hier, weil hier am Kandidplatz auch eine öffentliche Toilette ist, die kostenlos nutzbar ist. Und da möchte ich jetzt einfach wissen, warum hier diese Toilette kostenlos nutzbar ist und am Kolumbusplatz, der ja ganz viele Alleinstellungsmerkmale hat. Ja, ja. WLAN, Hotspot, ASZ, Untergiesing. Was ist ASZ? Alten- und Servicezentrum. Okay, das wissen viele Leute. Das genau, sind Abkürzungen, ja, sind gefährlich. Ja. Und da entsteht jetzt vielleicht mal kurz vorweg, das ja. Dröseln wir auf, und da entsteht jetzt eine Toilette, die dann aber bezahlt werden soll. Die zu, ja, ist anzunehmen, ja. Dass die, und deshalb, sie ist noch nicht fertig, und deshalb setze ich mich ja auch, ich bin ja auch Sprecherin der Bürgerinitiative Mehr Platz zum Leben, ja, ja. Setze ich mich halt ein, dass die Bürger ja da weiter kostenlos aufs Klo gehen können. Da ist ja auch das die Pilgersheimer. Ja klar, Männerwohnheim. Genau, und die können sich, also wenn man bedenkt, wenn da dann das Klo 1 Euro kostet, das dann nimmt die Frequenz in den Gebüschen und in den umliegenden genau. Dunklen Ecken zu. Genau. Das meinen Sie? Genau, und man hat ja genau gesehen, wir haben ja oben den Halt 58, ja. Also so eine kulturelle Nutzung, ja. Haben aus einer ehemaligen Bushaltestelle und Asphaltwüste jetzt einen kreativen Treffpunkt gemacht. Und seit unten die Toilette zu ist, wird da oben herumgeschissen wie wild. Also, weil sie umgebaut wird und wieder renoviert genau, wird. Weil sie halt ja, ich verstehe schon. Und das schon seit, glaube ich, 21. Und dieser Halt oder diese Toilette liegt nicht mehr auf Ihrem Das ist ja der Witz. Sondern wenn man, in der Au, oder was? Nee, wenn man zur Plattnerstraße rausgeht, ja. Ist es im Bezirksausschuss 18. Wenn man halt die andere... Was ist 18? Unter Giesinghalle. Also hier. Genau. Ja. Und also so eine U-Bahn-Haltestelle ja, ja, ja. Ist ja ein weit verzweigtes. Da geht es zum Edlinger Platz raus und so. Also das ist ein Punkt, der halt mehrere BAs betrifft. Aber es ist halt leider wahrscheinlich so, dass die im BA 5 froh sind, dass sich einer aus dem BA Giersing unter Giersing-Hallaching damit befasst, oder? Ich bin auf dem Bezirksausschuss nicht gut zu sprechen, weil also der Bezirks... Ja, aber Sie sind doch Bezirksausschuss. Ja, ich bin Bezirksausschussmitglied. Aber deshalb stelle ich halt auch fest, und deshalb bin ich halt auch auf dem Bezirksausschuss nicht gut zu sprechen, weil neuerdings ist der Bezirksausschuss, finde ich, kein Bürgergremium mehr, sondern der verlängerte Arm des Stadtrats. Verstehen Sie? Ich verstehe, was Sie meinen, aber genau. Ich weiß nicht, warum. Wieso ist das der verlängerte Arm vom Stadtrat? Was macht der Bezirksausschuss? Also ich kann nur dieses konkrete Thema Toiletten hier nehmen. Wenn der Bezirksausschuss... Aber ist das nicht ein bisschen wenig? Ein einziges Beispiel für naja. Ihre Behauptung? Also, nee, das ist nicht wenig, okay. Weil ich aus eigener Erfahrung ganz viele kleine Sachen, wo einfach der, also
wo der Bezirksausschuss, nicht umsonst komme ich zu dieser Aussage, ja. Also der Bezirksausschuss, zumindest ich kann nur über unseren reden, weil ich da drinnen bin und eben diese Erfahrung gemacht habe, auch wenn irgendwas gut ist und nützlich wäre, dann kommen dann auch so persönliche Geschichten dazu. Und ich finde, sowas sollte halt überhaupt kein Thema sein. Und dann kommen halt, wie gesagt, der Verweis auf den Stadtratsbeschluss. Aber das ist doch kein Thema. Es wäre nicht der erste Antrag, wo der Stadtrat so beschlossen hat und der BA dann halt den Stadtrat bittet, das noch mal zu überdenken und Argumente vorzustellen. Okay, dann übersetze ich das jetzt mal so, dass Politik zwar immer die Suche nach einem Kompromiss ist, ja. Aber Sie sehen es im Augenblick so, dass hier auch Kompromisse gefunden werden, die aber eher so unter dem Überbegriff faule Kompromisse. Es werden keine Kompromisse gefunden, sondern ja, es wird ein Machtpotenzial ausgenutzt, mhm. Und einfach ja, so Macht. Trunken macht geil, wird alles einfach runtergestimmt. Verstehen Sie? Und das finde ich halt einfach schlimm, weil es ja auch die Politverdrossenheit befördert. Ja, verstehe schon, also, was Sie meinen. Und wenn man sich, wissen Sie, ich bin da drinnen von der, also ich mache ja auch die Bürgerinitiative, mehr Platz zu nehmen, und ich will keine politische Karriere machen, sondern im Viertel was bewegen. Und da kommt dann einfach so Politverdrossenheit auf, dass ich einfach dann rausgehe und sage, ihr kotzt mich alle an. Dass es über was überlegt und was tut und es kommt im Endeffekt nichts raus. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt an einer Stadtbezirksgrenze zwischen 5. Stadtbezirk und dem 18. also Auheithausen. Hinter uns. Ja. Und da vorne ist praktisch Untergiersing-Hallaching. Und wir wollen ein bisschen jetzt über öffentliche Bedürfnisanstalten sprechen, die nicht weit voneinander entfernt sind. Am Kandiplatz zum Beispiel kostet nichts, wenn du zum Büsseln gehst und groß musst. Und hier soll eben jetzt eine entstehen, wo dann ein Eintritt verlangt wird. Und dagegen begehrt Frau Kiewig auf. Ist auch verständlich, oder? Nur dazu, wo hier eigentlich so ein Platz ist, wo man meinen möchte, dass hier relativ viele Leute unterwegs sind, die keine eigene Toilette haben. Gell? Genau, genau. Weil man darf nicht vergessen, also da drüben ist so ein WLAN-Hotspot. Dann da drüben ist das ASZ Untergiesing, dann ist da auch die Jugendpension von der Wohnhilfe, dann da ist das Pilgersheim, wo auch ganz viele genau Männer. Aber was hat WLAN mit Biesen zu tun oder damit? WLAN, jeder, der Kohle hat, hat zu Hause WLAN. Ach so. Genau. Und der keine hat, der geht ja genau, hier und nutzt den Öffentlichen. Also von daher sind es halt die Jugendlichen von der Jugendpension, die haben auch nicht so viel Kohle. Und wenn man dreimal aufs Klo geht, sind 3 Euro weg. Ja. Was tun Sie jetzt, damit das da unten nicht so wird, wie es zu werden droht, nämlich ein Bezahl? Also ich hoffe halt einfach Öffentlichkeit herstellen und rufe auch die Leute auf, dass sie einfach dann an dem BA 18 oder an dem BA 5 oder auch an den Oberbürgermeister einfach schreiben, dass es wichtig finden, dass da unten diese U-Bahn-Toilette kostenlos ist. Also so ein Brief, wo draufsteht, sehr geehrter Oberbürgermeister, das kann doch nicht ernst sein, oder? Ja, weil ich finde halt, also mich wundert es halt, aber das ist ja immer so, die Leute meinen, jetzt ist es ja noch nicht so weit, und wenn dann Tatsachen geschaffen sind, dann regt sich jeder auf. Und deshalb wundert es mich, dass das jeder so hinnimmt und dass ich und ganz viele sagen. Wissen Sie, früher, weil gerade der Zug vorbeigefahren ist, bist im Zug auf Toiletten gegangen, hat sich eine Klappe geöffnet und alles ging ins Freie. Das tut es nicht mehr. Aber immer noch kostet es in Zügen praktisch kein Geld. Also die Bundesbahn verlangt zumindest kein Geld, wenn man in die Toilette geht. Da kann man doch eigentlich meinen, und das ist jetzt etwas, was mir dazu einfällt, wenn ich mich im MVV-Bereich bewege, dann kann man doch auch über die MVV-Gebühren die Toilettenunterhalt und kann man abfedern, oder? Am Hans-Millich-Platz hatten wir mal so ein Pilotprojekt, dass die Pistorini-Straße, die haben den Hans-Millich-Platz gereinigt und dafür haben sie halt so eine Monatskarte
Was ist Pistorini-Straße für Heim, das oder ist, was? Das ist Haus für Arbeits-, also für Männer, für, die halt im Arbeitsprozess drinnen sind und mit Arbeitstherapie und so weiter. Mhm. Und das die war, haben dann Straßenreinigung gemacht? Das war halt so eine Win-Win, die haben halt so etwas dafür gekriegt. Der Hans-Milich-Platz war halt dann aufgeräumt, okay. Die hatten eine Aufgabe. Und man könnte halt hier am Kolumbusplatz ja einfach auch so hindenken, was es für Möglichkeiten gäbe. Weil es, aber hier schaut es ja wirklich einigermaßen sauber aus. Da flaggt jeder mal ein paar Bilder und Gänsebärmebühlen, Ehrenpreis. Ja, weil wir uns halt auch bemühen, das sauber zu halten. Ach, das macht sie dann selber? Ja, ja, also wir machen immer so Clean-up und so weiter, ja. Haben da vorne eine Telefonzelle mit Büchern, haben da diesen Kreativzaun und deshalb wissen wir halt auch, seit die Toilette unten ist, wird hier, da vor allem da ums Eck, wild herumgekackt und die Anwohner, dass auch die Hauseingänge nicht davon verschont sind. Ja, ja. Also, kommen wir mal zum Ende, ja. Weil ich meine, es ist wirklich so, dass ich die Notwendigkeit einsehe, dass man sagt, okay, das ist eine Entwicklung, die ist zwar vom Numerischen und vom Kaufmännischen nachvollziehbar, ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Aber einfach vom Pragmatismus und von der Betroffenheit der Einzelnen, einfach, ja. Es ist einfach, ich hätte es fast scheiße gesagt, verstehen Sie? Ja, es ist einfach Nonsens und da muss man wirklich sagen, okay, man muss Toiletten sauber halten, man braucht auf der Toilette Klopapier, was ein Geld kostet. Aber es ist bestimmt nicht der richtige Weg, wenn man für Leute oder bei Leuten, die kein Geld haben, eben hier, ja, in diesem Umfeld, dann auch Geld dafür verlangt. Und andererseits, ja, nicht möchte, dass die ins Gebüsch kacken, oder? Ja. Habe ich es richtig gesagt? Ja, weil das, ja, also hier ist ja wirklich, wir haben da so Fundamente mit Mosaiken, die so als Hocker dienen. Ja. Wir haben Bänke aufstellen lassen. Ja, also wir haben uns da, ja, bemüht, es wohnlich zu machen und dann wird halt da wild herumgekackt. Das ist ja auch, da wird Bürgerengagement zugeschissen. Als Absurdum geführt. Ja. Also Damen und Herren, jetzt haben Sie mal wieder so einen kleinen Stimmungsbericht aus den Stadtbezirken 18 und 5 erfahren. Ich wünsche einen schönen Abend, bedanke mich für das Engagement, ja, die Einlassungen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr noch nach unten... Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von mplakat.